Oh Mann. Also, schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, trotz dieses Resultats. Eigentlich wollten wir traurig sein, dann haben wir beschlossen, nein, wollen wir nicht. Ich habe mich eben mit Gerd Rubenbauer vorhin kurz darüber unterhalten. Sind wir ein bisschen sauer? Was sind wir? Ja, sauer werden schon viele Fußballfans in Deutschland sein, glaube ich schon. Aber ich glaube, in Bayern gibt es so einen schönen Begriff, dahinwursteln von Runde zu Runde. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Aber Runde zu Runde wäre ja schön. Nee, aber einfach so zäh, immer eine Runde weiter mit viel Glück, das wäre nichts gewesen. So ein Knalleffekt wie heute, das ist schon richtig. Jetzt wird vieles überdacht. Ich glaube auch zu Recht überdacht, werden wir heute noch drüber reden. Und insofern ist das schon jetzt die richtige Quittung. Sie war nicht besser und deshalb werden wir jetzt auch diskutieren. Ich glaube, Gerd, das ist alles Yogi-Taktik. Wir wollten einfach den Brasilianern im Achtelfinale aus dem Weg gehen. Das war heute sehr effektiv, muss man sagen. Ja. Also, bevor wir jetzt gleich mal einsteigen, auch ein bisschen in die Debatte, was da wirklich schiefgelaufen ist. Da geht es wahrscheinlich auch um den Gesichtsverlust zu Hause, oder? Worum geht's da? Ne? Sie hatten ja eine minimale Chance zu Beginn. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber dass sie dann so durchgestanden haben, das ganze Spiel, das war schon toll. Das muss man ja mal respektieren. Absolut. Ja. Ich meine, das war eine Gruppe, die insgesamt viel stärker war, als viele bei uns gedacht haben. Das ist halt einfach so. Ja. Ich meine, das Problem ist, die Mexikaner haben gegen uns das Spiel ihres Lebens gemacht. Das ist so, wie wenn ein Bundesliga-Club aus dem unteren Tabellendrittel gegen Bayern spielt und die nächsten drei Spiele drauf, kannst du sie meistens vergessen. Ich wünsche den Mexikanern nicht, dass es jetzt bei ihnen so kommt, weil es sieht fast danach aus. Ja, die wurden jetzt von Spiel zu Spiel schwächer. Aber die Koreaner wurden vorher, der Mario hat es gestern völlig richtig gesagt. Bei uns gesagt, hier in der Sendung gesagt, das muss man erst mal machen. Ist so, die hat man unterschätzt. Die haben nicht schlecht gespielt bei diesem Mario Basler. Wirklich nicht schlecht. Und insofern ist das wirklich ein folgerichtiges Ergebnis heute gewesen. Was mich natürlich gewundert hat, dass wir von Beginn an etwas vermissen haben lassen, was die Schweden zum Beispiel gegen Mexiko gezeigt haben. Jeder hat gesagt, die Schweden sind eine reine Defensivmannschaft, stehen nur hinten drin, leben nur von der Abwehr. Heute haben sie von der ersten Minute an nur riskiert und nach vorne gespielt, das Herz in die eigene Hand genommen. Und was haben wir gemacht heute? Und das ist unser Hauptfehler. Wir haben uns bei dieser ganzen Weltmeisterschaft und im Vorfeld zurückgezogen darauf, wir sind eine Turniermannschaft. Wir sind schon da, wenn es losgeht. So, jetzt ist das Etikett mal weg, ein für alle Mal. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen anders. Das war der erste Fehler. Zweiter Fehler, Offensive. 45 Minuten haben wir nur taktiert, nur gewartet, was passiert. Quer, quer, quer. Was passiert beim anderen Spiel? Sind wir immer noch drin? Zur Pause waren wir ja noch qualifiziert für die nächste Runde. Und dann wird es zu spät. Warum ist von Anfang an nicht Gomez drin gestanden und wir haben nach vorne gespielt? Genauso wie Schweden gespielt hat. Wenn du mit Offensive ausscheidest, das nimmt dir zu Hause niemand übel. Aber wenn du nur taktierst und rumeierst, in Anführungszeichen, ist nicht bös gemeint, dann ist das halt schlecht. Wenn du da am Schluss läuft dir die Zeit davon. Das ist, den wir am meisten umdenken müssen. Zum einen müssen wir uns endlich mal von diesem unsäglichen Begriff Ballbesitzfußball verabschieden. Bei uns wird nur noch Ballbesitzfußball gespielt. Quer, 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 Ballbesitz. Was ich nicht mehr hören kann, wir spielen so lange Ballbesitzfußball, bis der Gegner in der zweiten Halbzeit müde wird. Wo sind Sie denn müde geworden? Nirgendwo sind Sie müde geworden. Das ist genau der Punkt. Wir spielen so lange quer und quer und quer, bis wir selbst müde werden durch das System, das wir spielen. Das ist der Fehler, den wir begehen. Es war damals eine Revolution, dass Jogi Löw das Spielsystem der deutschen Nationalmannschaft dem Spanischen angenähert hat. Das war sicher eine seiner größten Errungenschaften. Guardiola-Schule, Tiki-Taka-mäßig auf Deutsch haben wir gespielt. War super. Und man hatte die Spieler dazu, die haben das toll gemacht. Und es waren, wie Patrick sagt, tolle Ideen dabei. Wir haben in die tiefe Pässe gespielt, das ist das Entscheidende. Die spielen wir nämlich heute nicht mehr. Wir haben bei der ganzen Weltmeisterschaft keinen einzigen Pass in die Tiefe in den gegnerischen Strafraum gespielt. Warum nicht? Weil da steht ja auch gar keiner. Also der Werner läuft von rechts nach links und rechts nach links. Und wenn Gomez nicht drin ist, wen soll ich denn anspielen in die Tiefe? Doppelpass ist ein Fremdwort mittlerweile in der deutschen Nationalmannschaft. Und solche Dinge musst du einfach reformieren. Der Spielstil der deutschen Nationalmannschaft ist einfach entschlüsselt von allen anderen Nationen. Wir waren leicht zu lesen, oder? Und deshalb waren wir leicht zu lesen. So. Ja. Und deshalb musst du etwas Neues finden. Und ich glaube schon, mit neuen, jüngeren Spielern, braucht man nicht diskutieren. Das schmälert die Verdienste dieser Spielergeneration und dieses Trainers in keinster Weise.
Wie er gesagt hat, das, was die absolut, die letzten richtig, über 10 Jahre geboten haben, war sensationell. Die Erfolge, die Euphorie, die sie in Deutschland ausgelöst haben, die spielerischen Elemente. Deutschland wurde nicht mehr als die Kampftruppe, sondern als eine spielerische Mannschaft angesehen. Das ist alles ihr Verdienst. Nein, es ist ja, aber jetzt müssen wir umdenken. Aber ist nicht das eigentlich der Grund, dass ein bisschen wie bei so einer enttäuschten Liebe, so im Moment fühlt sich das so an, weil man die so wahnsinnig mag irgendwie seit 2006. Das ist doch die Mannschaft, die, finde ich, so viel für Deutschland getan hat, wie keine Marketingkampagne der Welt das jemals hätte machen können. Ja, aber die kann man doch weiter mögen. Nee, ich will nur sagen... Was ich jetzt schlecht finde, wenn es heißt Blamage und peinlich... Genau. Ich fühle mit ihnen gar nicht mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Man will nur verstehen, aber was da passiert ist. Aber es ist halt vorbei, wie vieles oft im Leben vorbei ist. Weißt, ja, viele sagen, beim Confed Cup haben wir doch auch gewonnen mit der ganz jungen Mannschaft. Mhm. Dass der Spielstil dort aber ganz anders war. Wir haben ja gar keinen Ballbesitzfußball dort gespielt, sondern wir haben teilweise gekontert. Das war so Hurra, wir sind teilweise in vielen Spielen extrem hinten gestanden und haben von hinten rausgespielt mit den richtigen Spielern. Dann kommt der Werner nämlich auch zur Geltung voll, wenn man Konterfußball spielt. Also das sind lauter so Elemente, die man beachten muss. Es ist ja nicht so, dass wir beim Confed Cup so aufgetreten sind wie die jetzigen Spieler. Insofern trafen mit der Confed Cup-Mannschaft und den Spielern der letzten 10 Jahre auch zwei verschiedene Spielkulturen aufeinander. Ja. Und das passt halt im Moment ja immer. Das vergessen wir nur immer. Die kennen die Deutschen ja auch. Wir haben Algerien, alles. Denken wir an die Spiele, wo wir Weltmeister geworden sind. Sie waren immer so ein Kicks dabei. Verlängerung gegen Algerien. Aber wir haben sie gebogen, wir haben sie noch gewonnen. Darum ist es am Ende unter den Teppich gekehrt worden. Dieses Mal ist halt mal schief gegangen. Hat zwar jeder gesagt, gut, gegen Schweden, jetzt geht's wieder los. Das war die Initialzündung, weil es ist noch immer gut gegangen. Aber dieses Mal ging es halt mal schief. Ich muss da ehrlich sagen, das ist nicht bös gemeint. Gott sei Dank ging es jetzt mal schief. Denn du musst jetzt einen Umbruch herbeiführen. Und zwar nicht nur personell, wobei bei Löw bin ich nicht so sicher, sage ich da ganz ehrlich. Ich glaube, er hat nur einen Fehler gemacht. Er hat nicht aufgehört nach dem Weltmeistertitel. Denn ich dachte dieser Tag, wie klug war Philipp Lahm. Ja. Ich habe das nicht verstanden, wenn ich so einen Erfolg habe. Das ist doch im Berufsleben genauso. Dann muss ich dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und tu mir das nicht an. Ich weiß doch genau, jetzt muss ich in 4 Jahren, er weiß, wie schwer es ist, hat er bei anderen Nationen gesehen. Das war keine einfache Situation. Aber ganz ehrlich, kennt ihr mir aus der Politik? Glaube ich, was er heute denken wird, glaube ich. Zum einen wird er sagen, na, höre ich jetzt auf, okay, schmeiße ich alles hin, war ja Weltmeister, aber den Makel trägt er natürlich immer mit sich rum. Aber ich glaube, er ist ja ein Trainer, der eine junge Mannschaft unglaublich gut führen und aufbauen kann. Der vielleicht einen neuen Spielstil mit den Jüngeren auch wieder kreieren kann, einen ganz anderen. Aber dann muss er sich von seinen Schablonen, die er jetzt über 4 Jahre gepflegt hat, verabschieden. Versetz dich mal in Löws Position. Wenn der jetzt überlegt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich habe an meinen Weltmeistern festgehalten, an vielen, an einigen. Sagen wir. Aber mit Recht, weil sie gut sind. Das ist der Punkt, schau. Wenn er es nicht gemacht hätte, wenn er die Jungen hätte spielen lassen, vom Confed Cup, einen Goretzka von Beginn an gebracht und so weiter und so fort, und es wäre schief gegangen, hätte doch jeder gesagt, ist der bescheuert, lässt die Weltmeister auf der Bank sitzen. Das ist doch verständlich, das ist menschlich nachvollziehbar, dass einer, der mit diesen Spielern solche Erfolge erzielt hat, die zumindest zu Beginn spielen lässt. Mit dem Auftritt aber, nichts gegen den Schwaben Khedira, war es aber dann schon gegen Mexiko gelaufen im Endeffekt, weil du hast das schon gar nicht mehr rausgebracht. Aber heute bringt er ihn ja wieder. Ja, weil er hat gesehen, der hat sich jetzt im Training engagiert und er hat sich dann hat er halt gedacht, naja, gehen wir ihm doch wieder. Er wollte seine Stars nicht so abfrühstücken, dass man deutlich sieht, an denen lag's. Die haben ein paar Minuten oder ein Spiel gespielt und jetzt machen sie keines mehr. Außerdem, das wollte er ja nicht. Er den ja menschlich. Also, der Rudi konnte ja nicht. Ja, Gündogan haben wir alle oder zumindest die Medien im Vorfeld schon demontiert so ein bisschen. Insofern war es eine schwierige Situation. Ja. Das ist der Punkt, das ist ein Hauptpunkt. Ich glaube, Toni Kroos hat vorhin... Und übrigens ein Schweinsteiger, der ein Spiel auch mal dreht und auch mal hart reingeht. Aber und mit Klose ist ein Hauptpunkt. Patrick, was haben wir diskutiert bei der letzten Weltmeisterschaft? Brauchen wir überhaupt noch einen Stürmer vorne? Wir spielen mit der falschen Neun. Ja, das war ja auch, weil das hat er von Spanien vorgeprägt, hat Löw das so ein bisschen im Herzen gehabt. Dann hat uns Klose gerettet in seinem Alter, muss man ehrlich sagen. Und wo haben wir den Stürmer jetzt? Nirgendwo haben wir den. Gomez muss mit die zwei Halbzeiten, wo der gespielt hat. Er hat zwar Tore nicht gemacht, aber ein paar Mal Pech gehabt, ein paar Mal habe ich nicht verstanden. Aber unruhig da vorne auf jeden Fall. Aber der hat für Betrieb gesorgt. Sehr gut, das wollte ich hören. Und jetzt schau mal die Entwicklung des Fußballs im Moment an. Die besten Mannschaften für mich, neben Brasilien natürlich, bei dieser Weltmeisterschaft, Belgien und Kroatien. Ja. Was haben die? Jede Mannschaft hat 3 tolle Stürmer. Ja. Und zwar was für welche? Ja. Da macht jeder Tore.
Und das ist für mich auch wieder eine Entwicklung, die wir vollziehen müssen. Ja. In die Richtung müssen wir reden. Aber Patrick? Also Toni Kroos ist für mich, das ist ein ganz falscher Ansatz der Diskussion. Er ist einfach, er hat tolle spielerische Elemente. Ich kenne kaum einen Mittelfeldspieler auf der Welt, der ein so gutes Auge für die Situation hat und dermaßen schnell Bälle verarbeiten kann wie Toni Kroos. Der sofort weiß, da muss er hin. Aber läuferisch gehört Toni Kroos noch nie, bei Bayern damals sowieso nie. Man soll jetzt nicht sagen, er kann sich als Traber des Jahres bewerben, aber das ist sein Spielstil. Das ist sein Spielstil. Toni trabt halt mal da so und schaut, wo der ist, und dann kommen die Pässe. Bei Real Madrid fällt das überhaupt nicht auf, weil da ist Casemiro, der die Drecksarbeit im Defensiven macht, im Brasilianer sei Dank. Modric auch. Dann kommt Luka Modric, der das läuferisch fantastisch macht, einer der besten Spieler dieser Weltmeisterschaft ist. Da könntest du auch sagen, der müsste auch überspielt sein. Ist genau aber das, nicht. Genau das. Ist aber nicht. Und in der Nationalmannschaft fällt es auf. Denn jetzt soll er plötzlich alles machen. Er soll rennen, er soll defensiv, er darf sich nicht ausspielen lassen und er soll auch die Pässe spielen. Das ist für die besten Spieler zu viel. Also da muss ich jetzt schon mal die falsche Position in deinen Augen. Ja, korrekt. Okay. Das meine ich. Das ist ja eine Frage der die Taktik. Die zwei, Kroos und Khedira, passen ja schon als Defensive nicht zusammen. Das passt ja nicht. Nein. Also da hätte ich von Anfang an Goretzka dahingestellt. Aber ich glaube, also, nicht so ich zumindest wollte auch in keinster Weise eine Einzelkritik an Toni Kroos oder das daran aufhängen. Nur er war derjenige, der vorhin irgendwas davon gesagt hat. Uns hat der letzte Wille gefehlt. Deswegen daran mal es war tragischerweise auch an ihm zu sehen. Im ersten Spiel, auch gegen die Schweden, war es an ihm zu sehen in manchen Situationen. Das Tor fällt auch, weil er nicht sofort den Rückwärtsgang einsetzt und dann auch nicht... noch den letzten Willen hat er noch mal rein. Was du mit der Müdigkeit gesagt hast. Ich meine, es trifft ja, wie du gesagt hast, viele große andere Mannschaften auch. Messi, was ist denn Messi bei dieser Weltmeisterschaft? Das war jetzt ein Tor. Aber er steht er steht in der zweiten Halbzeit. Gestern hast du nichts mehr von ihm gesehen. Er hat sie begonnen mit dem Fehlpass, was man überhaupt nie sieht von Messi. Du siehst, die sind überspielt. Sie sind körperlich müde und sie sind geistig müde von dieser Saison. Und sie haben alle Champions League und Meisterschaft und Pokal und einen Haufen Spiele gehabt. Und nur dann auch Facebook und Twitter und so, was man alles so zu tun hat. Ja. Stell dir mal vor, wenn wir jetzt 48 Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft haben, dann sind die ja noch müder. So macht die FIFA den Fußball und seine Stars kaputt. Endgültig. Absolut. Vielleicht auch das. Ist so. Vielleicht auch das. Diese Grüppchenbildung, ich glaube nicht, dass die bewusst gegeben war bei dieser Nationalmannschaft. Nicht bewusst. Aber stimmungsmäßig war sie gegeben. Und da muss ich ein kleines bisschen widersprechen. Versetz dich mal in die Lage, das Gros kommt nun mal vom FC Bayern. Jetzt kommen die Bayern-Spieler geknickt, gebrochen, wirklich das Rückgrat gebrochen vom Champions League-Halbfinale vom Aus gegen Real Madrid. Kommen die dahin. So, jetzt musst du dir vorstellen, dann hast du an uns das DFB-Pokalfinale verloren, das war zwangsläufig so. Und wie fängst du die jetzt wieder auf? Und das ist nicht gelungen. Nicht gelungen. Die waren mit ihren Problemen beschäftigt, das geht im Kopf rum. Und da kannst du schon einmal Weltmeister geworden sein. Das ist ja noch schlimmer, wenn du das schon mal warst. Genau. Jetzt kommst du in der Situation dahin. Ist das nicht menschlich, dass du einfach, auch wenn du noch so willst, die Kurve nicht mehr kriegst? Wenn ich heute Thomas Müller gesehen habe, es ist extrem ungerecht zu sagen, der ist schwach und schwach und schwach. Denn Thomas Müller ist einer der wenigen, der immer läuft, was die Füße tragen und der immer für Stimmung um Stimmung bemüht ist. Aber wenn ich heute nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit den gesehen habe, das war tragisch. Ja. Es hat mir im Herzen wehgetan. Der hat keinen Ball stoppen können, der hat keinen Mitspieler, der ist immer in die falsche Richtung gelaufen. Der wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und das ist das Ergebnis davon. Und das müssen wir schon mal, ich glaube, die können noch so viel verdienen, wie sie wollen. Ja, es hat mit Geld aber überhaupt nicht zu tun. Hier sind Menschen halt nun mal am Ende ihrer Kräfte gewesen. Das war einfach so. Ja, das war so. Im Binnenverhältnis noch mal jetzt. Das Gefühl sah nur so aus, ist nur ein Gefühl im Himmel. Ist mir auch aufgefallen, das ist mir beim Schwedenspiel aufgefallen. Nach dem Tor von Toni Kroos hat ja Oliver Bierhoff jeden umarmt, hat versucht, Jogi Löw zu drücken. Jogi hat ihn überhaupt nicht angeschaut, hat ihn einfach links liegen lassen und hat so in andere Richtung geschaut. Und er wollte immer wieder und immer wieder, das war Pressing der besonderen Art. Aber das Gegenpressing kam nicht, um es mal in der modernen Terminologie zu formulieren. Und da habe ich mir gedacht, irgendetwas kann da nicht stimmen. Und ich vielleicht glaube, es ging, auch was rein, wie aber Patrick am Anfang gesagt hat, mit dem Quartier los. Glaube ich. Denn Oliver Bierhoff hat es ja begründet.
Man konnte nicht in Sochi Quartier machen, weil Trainingsplatz, FIFA und so weiter. Mag alles der Form halber richtig gewesen sein. Aber ich glaube schon, dass die Sportschule, das waren immer diese suffisanten Bemerkungen, nicht das Richtige war, um nach all den Dingen, die wir angesprochen haben, Stimmungstiefs, die Stimmung wieder wachsen zu lassen. Scheinlich, glaube ich schon. Und ich glaube, dass das schon eine kleine Rolle spielt bei dem, was jetzt dann aufgearbeitet wird, auch zwischen Löw und Bierhoff. Das war mein Eindruck von außen. Ja, möglicherweise. Ich habe genau hingeschaut und das war mein Eindruck.